Meinen Sie den Kerl in der Mönchskutte? Ja, das Phantom von Studio 28. An dieses Phantom hat man schon vor 20 Jahren nicht geglaubt. Wir drehten Raging Sky. Da hat alles angefangen. Es passierte ein Unfall nach dem anderen. Glauben Sie an eine Verbindung? Nein, auf keinen Fall. Die Person, die damals dahinter steckte, war Dennis Darrow, ein Schauspieler, der zuerst für die Hauptrolle vorgesehen war. Er wollte den Film sabotieren. Der Mann ist seit Jahren tot. Aber seine Leiche wurde nie gefunden. Ich sah den Kerl, Mr. Knight. Ich sah ihn wirklich. Michael Knight, Foundation für Recht und Verfassung? Genau, Sie erwartet mich. Sie sind schnell gekommen, Mr. Knight. Wir alle erwarten Sie. Welches Video soll's denn als nächstes sein? Schreib's unten in die Kommentare und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal.